Jetzt sind es auf einmal nur noch zwei Modder heute. War ich jetzt so schlecht, dass sie den Schwierigkeitsgrad verringern mussten? Komm her, Bitch. Ist überhaupt das richtige Schwert? Natürlich nicht. Kein Wunder, dass ich so wenig Schaden mache, wenn ich immer das falsche Schwert benutze. Ich explodiere. Triff mich, wenn ich da bin. Oh, one hit. Yeah. Oh, schön durch den Hals gestochen. Lecker. Leckerschön. Hast du sehen müssen. Hab ich aber nicht. Ist ja auch doof. Manchmal. Doof, 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 doof. Offensichtlich eine Banditenhöhle. Oh, ich glaube, was ich glaube, ich weiß, was hier später mal ist. Etwas, was ich jetzt natürlich nicht spoilern werde. Oh, da ist ein Schiffswrack. Das könnte auch was anderes sein. Was anderes Wichtiges sein. Ich habe gerade so eine Art Vogel gehört. Das könnte wieder eine HP gewesen sein. Löwen sind keine Löwen. Merken? Nächste Woche schreiben wir einen Test. Alles klar. Ist klar, Digga. Ist klar. Klar. Alter, hier gibt es voll viele Ausgänge für diese Höhle. Hier ist vergleichsweise wenig drin. Um nicht fast zu sagen, gar nichts. Ach so. Ey, man könnte locker in König Hensets Lager einfallen. Ich nehme den Königsmördern gerade ihre Arbeit ab. Ich finde hier gerade so viele Geheimgänge, wo du dem König mal richtig Stress unterm Arsch machen kannst. Digga, 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 hier ist eine Leiche. Vergiftete Harpienkralle? Ach, das sind Wurfwaffen. Geil. Geil, geil, geil. Wir haben sogar einen Catwena-Soldaten. Catwena, wie auch immer das. Das Medaillon. Medaillon? Was? Ein Golem! Oh fuck, und ich hab nicht gespeichert. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, Digga, oh fuck, Digga. Kann ich ihn nicht einfach one-hitten, bitte? Oh shit, Digga. Oh shit, Digga. Mann, hier bin ich, Geralt! Mein Geralt, warum machst du das nicht? Mach da immer was an dir sagt. Alter Vater! Das war nicht nett. Oh Gott, ich hab da nicht gespeichert. Ist das deprimierend, mein nicht vorhandener Skill. Schlecht, ne? Das Vieh hat mal so 1% Schaden pro Hit bekommen. Und ich habe auf einem Feld von 10 Quadratmetern gegen ihn gekämpft und konnte nicht zurückspringen. Vor allem Geralt sagt noch, mein Medaillon vibriert. Ich habe Angst. Und rate, wer es ignoriert hat, richtig, ich. So richtig erraten. Na, bist halt du, wa? Ganz schöner Spursti. Spursti. Oh, das ist das Nilfgaarder Schiff, okay. Na, die werden ja wohl nicht mit einer ganzen Armee hier aufgetaucht sein, oder? Nein. Okay, ob ich den Golem down kriege, den habe ich tatsächlich im letzten Play so überhaupt nicht gefunden. Ich war hier nie unten drin, glaube ich. Vor allem der
Arme Ohrgrün! Sitzt jetzt da draußen und wartet besoffen auf mich. Wenn ich hier irgendwie gegen Golems kämpfen möchte oder so. Also von möchten ist tatsächlich nicht die Rede. Kommt zu glauben, aber mag. Magie oder Gefahr? Magie oder Gefahr, ja, das, die Info hätte ich vorher gebraucht. Komm mal, Bitch. Jawohl, Öden hält so gefühlt eine halbe Sekunde. Au! Komm mal her, Bitch. Komm mal her. Ich komm nicht mal richtig dazu. Oh. Er hat mich, gelinde gesagt, gefickt. Wie soll ich das Scheißvieh besiegen? Vor allem, ich musste den für irgendwas besiegen. Ich habe aber voll verpeilt, wofür. Schon wieder das Medaillon. Ja, schon wieder das Medaillon. Das ist eigentlich das erste Mal. Ich baue mir jetzt drei Tränke. Hast du jetzt verdient. Scheiß Golem. Was ist denn Öl? Öl. Dachs. Halker Flut. Scheiße. Kartätschen könnte ich eigentlich ein paar bauen. Ich baue die mal alle einzeln. Das hat seinen Sinn. Krähe. Hält den Schwertschaden. Maribor, ne. Ich brauche hier mal Schwalbe und Waldkreuz. Krähe. Kurz Schweigen. Trinken. Muss Odrin halt noch ein bisschen länger warten. Ich habe tatsächlich eine ähnliche Hose wie Wessern. Ich habe auch so einen geilen. Wie nennt man denn das? So alte Hosen hatten doch vorne immer so Knöpfe, damit du irgendwie dein Pimmel zum Pissen rausholen konntest. Mhm. Sowas habe ich quasi jetzt an meiner Hose auch dran. Der, den ich gerade trage. Ach Quatsch, ich brauche doch Öl. Ist hier Öl? Ja. Verstärkt Blutungen. Geisteröl, Insektoidenöl, Nekrophagenöl. Da ist jetzt nur die Frage, wozu gehört ein verkackter Golem? Pff. Vergiftung? Bezweifle, dass ich einen Golem vergiften kann. Ich nehme jetzt mal Braunöl. Braunöl. Eva Braunöl. Eva Braunöl. Oh ja. Und Irden, natürlich. Nee. Oh, meine Waffe leuchtet jetzt schön blau. Ist eigentlich Blauöl und kein Braunöl. Oh mein, mein Gott. Ihn verbuggt. Nee. Er hat sich direkt mal umgedreht und mir eine gegeben. Als, krasser Typ. Als krasses Nope. Vielleicht muss ich einfach nur nö. Das war wirklich so ein richtiger Nope-Move. Hab ich ihn gestunt? Nope. Schön ist, dass er immer so uncharged. Aber nicht runterfallen. What the fuck, sein Charge ist one hit. Okay. Ich habe mir noch Kartätschen gebaut. Die könnte ich ja eventuell mal nutzen. Kataratatätschen. Kartätsch mir leid tun. Das Kartätscht mir leid tun. Ne, ich habe ja auch noch tanzenden Stern. Explodiert mit Feuerung. Feuer, meine ich. Obwohl, hier, Splitterbomben sind, glaube ich, besser. Beischauen. Hüpfen. Hey, Süßer. Na, Schnucki? Mehr hat eure Mutter nicht geboren. Ja, ich will nicht in derselben Explosion stehen wie du.
Schwert echt gezogen. Vielleicht ist es ja stärker gegen Golems. Nicht mal annähernd so viel Schaden bekommen, wie ich mir gewünscht hätte. Oh, die Bombe, eine Kartätsche macht gut Schaden. Kartätschen. Kartätschen. Ein Nein-Gag, so ein Foto von einer Karte, wo du. Nein-Gag. Ja, wo du abprobieren kannst, wenn du ein Land schon besucht hast und dann. Gibt es ja diese Standard-Atlas-Farben, die Länder so haben. Und wenn du da halt abgerubbelt hast, erscheinen halt die Farben. So. Ja. Und dann als Kommentar so drunter, ja, Russland und Kanada wird witzig abzurubbeln. Warum? Ja, weil Achso, die so groß dauert. Ja, gut. Ich hab den Golem besiegt. Vollgebackt. Hat's was gemacht. Oder die Antarktis. Ui, ja. Rüstung aus Banat. Ist mal gar nicht so geil. Ist zwar viel stärker als meine, aber meine bringt mir in diesem Kapitel einfach mal weg. Ketwenische Schaftstiefel, ja, die hatte ich auch schon, ne? That means North Korea is gonna remain unscratched. Die haben aber ein Hotel. Ein richtig krasses, großes und total nicht eingerichtet, nie fertig geworden. Great, now I can see where I will never go, every day. Yay. Lass mal meine Fallen wieder aufheben. Ach, das waren jetzt nur noch kaputte Fallen. Da täten wir so scheinen, dünn. Scheint so. Gut. Golem ist besiegt. Ich soll Odin zu seinen drei Kumpanen bringen? What? Why? Ach, das ist das Wasser. Ich dachte, hier gurgelt irgendwas. Voll erschrocken, ey. Ich dachte, mich fällt wieder was an. Erstmal aus Reflex gespeichert. Ja, weil hier ist so ein Pfeifen in der Luft. Und ich dachte, dazu kam noch so ein Hoch, aber es war halt einfach nur ein Wasserfall oder hier halt unter Wasser und innerhalb der Höhle so ein Geblubber. Kein Wasserfall. Wasserfall macht keinen Sinn. Wobei es gibt bestimmt auch unterirdische Wasserfälle. Also, verwinkelt ist die Höhle echt. Na, ich Schnuggis. Geht ab. Geht! Mal Headshot. Du stinkst vielleicht. Ich muss mal meine ganzen Wurfmesser hier benutzen. Ich hab jetzt so viele. Ich streue jetzt immer weg und hau den so ein Wurfmesser in. Oh! Da hab ich die eine Fuhre Wurfmesser schon aufgebraucht. Ups. Egal, ich mach jetzt. Ich töte die jetzt komplett mit Wurfmesser, wenn ich mich vorher verrecke. Na gut, einmal irgendwie musste. Ach, echt geht er. Oh, er hat seinen Kumpel getötet mit seiner Explosion. Geil. Mikrofarben-Szene. Mutagen für Aufwertung. Wow. Auch immer für Aufwertung. Achso, hier geht's nochmal um die Ecke rum. Schön, dass hier in der Höhle Truhen sind und die sind nicht gefüllt. So muss das. Nicht, dass ich jetzt eine Quest vorwegnehme, weil ich hier so viele. Ketwenische Lederrüstung. Na, die wird auch scheiße sein, ne? Bonuswerte.